Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Burnout Dominator. Heute bin ich wach. Es gibt keine Ausreden mehr, heute wird das gemacht jetzt, ja? Also, die einzige Ausrede, die ich hätte, dass ich heute noch nichts gegessen habe. Aber, oh, jetzt wurde ich schon gespoilert, was danach kommt. Und ich glaube sogar, dass Road Rage gar nicht so schwer wird mit hier in der Super-Serie. Weil, wie gesagt, ich fand das eigentlich ziemlich einfach, hier Takedowns zu machen. Aber wir kümmern uns jetzt erst 100 Maniac, ja? 40.000 Punkte. Für Bronze. Okay. Wie gesagt, ich fand die Strecke eigentlich nicht schwer, oder? Fand ich die Strecke schwer? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Adelaide. Da kann ich nichts für. So. So, auf geht's. Das kennen wir alles. Prozedere, bla bla bla. Auf geht's. Die Frage ist, wo sind wir? Wird links gefahren, wird rechts gefahren? Okay, wir sind auf der Gegenfahrbahn, das ist schon mal sehr gut. Gegenfahrbahn ist immer gut. Und dann boosten wir direkt mal. Und da hauen wir direkt mal den ersten Burnout raus. Und dann hauen wir direkt mal den zweiten raus. Und dann hauen wir leider nicht den dritten raus. Schade, schade. War knapp. Aber wir haben jetzt schon 13.000 Punkte. Das ist schon fast mehr, als wie wir im gesamten letzten Mal. Das ist traurig, aber es ist wahr. Scheiße, da bin ich an dem Schild hängen geblieben. Das sehe ich ein. Okay, 14.000 Punkte. Wir brauchen aber 40. Was? Wo bin ich da hängen geblieben? Fuck. Wie kein Burnout. Fuck, warum ist da denn keine Absperrung? Warum lassen die mich da reinfahren? Shit. Oh, das sieht wieder nicht besonders gut aus, muss ich sagen. Muss ich leider zugeben. Aber noch ist die Hoffnung da. Noch ist die Hoffnung da. Scheiße! Nein, da shit, ich hatte gerade meinen Burnout. Ah. Komm, 10.000 Punkte noch. 10.000 Punkte kriegen wir doch jetzt so hin. Das ist echt nicht viel. Wenn der Wagen mal ein bisschen schneller fahren würde, dann definitiv. Alright, jetzt aber. Jetzt ziehen wir durch. Ich habe den Burnout. Ich muss den Burnout nur noch zu Ende führen. Jawohl. Nice. Nice. Da ist ein fucking Stein, den sehe ich ja jetzt erst. Oh, da bin ich auch eben hängen geblieben, ne? Oh nein, als ob es jetzt... Als ob es jetzt an 5.000 Punkte scheitert, das kann nicht wahr sein. 5.000 Punkte zu wenig. Nein. Oh, das ist echt nicht viel, hätte ich den einen Burnout nur zu Ende gezogen. Easy 5, der hätte 6.000 Punkte gegeben, glaube ich. Oder 3.000 oder irgendwie sowas. Aber das hätte schon gereicht. So, jetzt läuft Killswitch Engage. Jetzt machen wir das. Bei Killswitch Engage auf jeden Fall. Da bin ich auch noch am Überlegen, dieses Jahr auf ein Konzert zu fahren von denen. Weil die kommen nämlich nach Cologne. So. Los. Schön viel driften und auf der Gegenfahrbahn fahren und dann keinen Burnout kriegen. Egal.
Nächster Versuch. Wieder schön viel driften. Burnout gekriegt. Nice. Wieder schön viel driften. Den Burnout kriegen wir nicht. Nein, jetzt bin ich vom... Ich bin aber auch ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Selbst wenn ich den Burnout nicht kriege, darf ich nicht vom Nitro weggehen. Ja, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Fuck, wenn wir nach der ersten Runde schon keine... Oh Gott, Schreck, neu starten. Du musst halt in der ersten Runde schon 20.000 Punkte haben. Weil die Strecke geht nur 2 Runden lang. Die Strecke ist eigentlich ziemlich kurz. Wenn du nicht 20.000 Punkte in der ersten Runde hast, dann hast du eigentlich schon verkackt. Fuck, ey, das Maniac ist echt schwer. Das liegt nicht mal daran, dass irgendwie viel Gegenverkehr ist oder sowas, sondern das liegt einfach daran, dass die keine Absperrungen einbauen. Du kannst halt überall gegenfahren. Und bei Absperrungen, die kannst du halt immer gut als Wende benutzen. Ey, das ist so unfair. So, komm jetzt. Auf ein neues. Würdest du auch gerne mal ein bisschen schneller fahren? Ja? Vielen Dank. So. Burnout Nummer 1. Burnout Nummer 2. Kein Burnout, egal. Wieder kein Burnout, egal. So, jetzt passe ich hier. Nein! Du dreckiger, dreckiger! Ah! Shit! Okay, 14.000 Punkte, komm schon. Jetzt muss ich aber hier aufpassen. Und zwar wieder. Genau deshalb mag ich Absperrungen. Fuck, das Schlimme ist aber jetzt, die erste Runde ist jetzt vorbei. Ach komm, fick dich doch. Die erste Runde ist jetzt vorbei, wir haben gerade mal 17.000 Punkte. Das ist natürlich nicht viel. Oh fuck, ich hatte noch gar nicht. Nein, ich wollte ausweichen! Kann ich jetzt eigentlich schon wieder in die Tonne kommen? Den Versuch kann ich eigentlich jetzt schon wieder in die Tonne kloppen. Das werde ich definitiv nicht mehr schaffen. Aber ich versuche es trotzdem. Okay. Ah nein, falsche Richtung. Ja, toll. Egal. Ach, komm, als ob ich den jetzt hinten reingefahren bin. Oh, wir haben schon wieder 30.000 Punkte, weißt du? Das sind nur 10.000 Punkte zu wenig. Ach ja, fickt euch doch. Nein, nicht beenden. Beenden will ich das nicht. Ich will das neu starten. Oh Mann, es bleibt immer an so wenig Punkten hängen. Das Blöde ist halt, ich könnte übelst gut Burnouts holen. Das Problem ist nur, dass der um die Kurven driftet, aber dann in den Kurven an diesem fucking Dings da hängen bleibt und ich dann nicht mehr driften kann. Ich kann dann gar nichts mehr machen und muss dann die ganze Kurve abwarten. Und das kostet zu viel Zeit, das kostet viel zu viel Zeit. Oh, das ist so beschissen. Als ob! Wo bin ich da jetzt bitte gerade hängen geblieben? Wo? An der verkackten Luft. Ja, danke.
Oh, ich will wenigstens das Maniac heute schaffen. Das ist echt schwer. Ich glaube nicht, dass es auf der Internetseite die neuesten Gerüchte über Burnout gibt. Burnout existiert gefühlt schon fast gar nicht. Ich meine, jetzt kommt ja das Remake für, beziehungsweise es kam ja das Remake für Paradise raus. Aber das war ja auch schon. So ein richtiger neuer Burnout-Teil kam ja gefühlt seit 3 Jahrhunderten nicht mehr raus. Genau das meine ich. Dann bleibe ich nämlich hier an den verkackten Dings hängen. Nein! Komm schon. Schnell wieder Nitro sammeln. Egal, ich habe meine 20.000 Punkte in der ersten Runde. Oh yes. Oh yes. Oh, wir haben Bronze. Leck mich am Arsch. Ist mir jetzt scheißegal, wir haben Bronze. Alles, alles erreicht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da dachte ich so, ja, komm, mach mal nochmal, aber nee. Aber jetzt mal ohne Witz, ja? Also wirklich ohne Scheiß. Wie willst du hier 100.000 Punkte schaffen? Da musst du ja die 2 Runden durchburnouten. Ist das überhaupt ein Wort? Ist mir auch egal. Das musst du ja schaffen, ohne einmal zu verkacken. Das geht doch fast gar nicht. Vor allem nicht, wenn man ich ist. Komm, ich bin noch vor dem... Ja! Ich war wenigstens noch, bevor die Zeit abläuft, ins Ziel. Egal, wir haben Bronze, alles gut. Und ich würde sogar sagen... Ah, Vorschau-Event, ja, wow. Das ist mir egal. Es ist mir tatsächlich sogar egal. Oder macht er jetzt automatisch das Vorschau-Event? Startet er das jetzt automatisch? Weil eigentlich würde ich sogar ganz gerne noch das Road Rage jetzt noch machen. Weil wie gesagt, das Road Rage, glaube ich, wird gar nicht mal so schwer. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon mal vieles. Vorschau-Event. Okay. Alter, der Wagen sieht ja schon geil aus, aber was muss ich dafür machen? Was ist das? Was ist das überhaupt für ein Event? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Wahrscheinlich ist das schnellste Runde, oder? Ich gehe mal davon aus. Ja, schnellste Runde. Der Wagen ist schon geil, aber dafür bräuchte ich Gold und Gold habe ich bestimmt nicht.
Gold schaffe ich ganz, ganz bestimmt nicht. Ah, das ist die Strecke. Die Strecke fand ich eigentlich ganz cool. Oh mein Gott. Das haut hier mehr oder weniger hin mit dem, was ich hier eigentlich vorhabe, ey. Aber ich muss sagen, mit dem Durchburn-Outen läuft es gerade ganz gut. Nein! Es lief so gut. Ach, shit. Fuck! Aber die Runde müsste ja gleich schon zu Ende sein. Ich meine, 1,35. Ah ja, das ist das Ziel. Ja, wir haben Silber. Ich würde sogar fast sagen, Gold ist drin. Aber nicht für mich. Aber Silber ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir tatsächlich. Mal was anderes als Bronze wieder. Und wir haben die neue Serie freigeschaltet. Die Race Specials. Oh, endlich. Das ist unsere letzte Serie. Ich war, wie gesagt, es gibt ja noch die Burnout-Serie, aber die schaffen wir nicht. Die schaffen wir einfach nicht. Beziehungsweise ich nicht. Aber egal. Perfekt. So, speichern wir erfolgreich, das glaube ich. Glückwunsch! Race Specials! Yay! Alter, den wollen wir nicht haben. Alter, mit Formel 1 Wagen. Wie geil ist das denn? Sind Race Specials dann wirklich so richtige Rennen? Also so wie Stocker und Formel 1 und was auch immer. Das wäre natürlich geil. Aber wir sind ja mit der Super Serie noch nicht durch. Das machen wir im nächsten Part weiter. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.